Dann lassen Sie uns gleich im Anschluss an die historische Preisdarstellung, Preisentwicklung des Selbers zu den Fundamentaldaten kommen, Angebot und Nachfrage, um uns der Frage nach dem Preispotenzial der Zukunft zu nähern. Und dazu ist es wesentlich, sich zunächst einmal die Silbernachfrage und deren Entwicklung anzuschauen. Und zwar hier dargestellt, beginnend mit dem Jahr 1990. Und hier fällt bis zum Jahr 2000 schon auf, dass schwarz dargestellt die industrielle Nachfrage sich recht zyklisch entwickelt und recht volatil. Das liegt eben daran, dass Silber zu über 50% in der Industrie zur Anwendung kommt und damit in der Preisentwicklung und in der Nachfrageentwicklung auch sehr nah am Konjunkturzyklus hängt. Die Gesamtsilbernachfrage hat sich dementsprechend auch bis ins Jahr 2007 hinein sehr eng an der industriellen Nachfrage orientiert. Interessant an dieser Zeitreihe ist die Periode ab 2006 bis 2010. Alles darüber hinausgehende ist eine Prognose des Analysehaus BMO. Aber Sie sehen, dass trotz Einbruchs der Industrienachfrage infolge der Wirtschaftskrise ab 2008, Sie sehen den Knick schwarz sehr deutlich, die Gesamtnachfrage nach Silber relativ stabil blieb. Und das hat einfach damit zu tun, dass Silber seit 2006 auch in physischer Form für institutionelle Kunden erwerbbar ist, in Form von sogenannten Exchange-Traded Funds, die wie Aktien gehandelt werden, aber mit physischem Silber hinterlegt ist. Und Silber, ähnlich wie Gold, als Krisenwährung fungiert und als Absicherung gegen Turbulenzen im internationalen Währungssystem. Und deshalb blieb die Gesamtsilbernachfrage aufgrund der hohen Investmentnachfrage sehr stabil in dieser Zeit. Also die Investoren haben den Rückgang der industriellen Nachfrage hier kompensieren können. Dass in dieser Zeit, wie Sie es vorhin in den Preischarts gesehen haben, der Silberpreis dennoch stark einbrach, lag einfach daran, dass beim Silberpreis neben der physischen Nachfrage auch der Terminmarkthandel einen sehr großen Einfluss auf die Preisbildung hat. Der Terminmarkt ist um ein Vielfaches größer als der physische reale Rohstoffmarkt im Silber. Und im Zuge der Finanzkrise gab es eine Illiquiditätskrise. Die Marktteilnehmer mussten Liquidität bereitstellen, um Verbindlichkeiten, um Forderungen nachzukommen und haben deshalb zuallererst hochgehebelte derivative Finanzinstrumente, eben auch Terminkontrakte auf Silber glattgestellt, weil diese am liquidesten waren. Aber der Nachfrage hat die Krise keinen Abbruch getan. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Wenn man die Nachfrage nach Silber aus der Fotoindustrie sich mal separat anschaut, weil diese lange Zeit als dominierend für den Silberpreis galt, sieht man, dass hier dargestellt grau die Silbernachfrage aus der Fotoindustrie kontinuierlich abnimmt und das so schon seit über einem Jahrzehnt, dass gleichzeitig die industrielle Nachfrage hier schwarz dargestellt, aber in der Tendenz weiter anstieg und auch hier die Zeitreihe bis 2009 sind das fundierte Daten, darüber hinaus eine Prognose des Hauses BMO. Aber man sieht, dass die Silbernachfrage schon im Jahr 2001 die Niveaus von vor der Krise wieder erreicht hat und in diesem Jahr sogar ein neues Allzeithoch im Bereich der industriellen Nachfrage erzeugt, trotz Rückgänge in der Fotoindustrie, also Silber zum Entwickeln von Fotografien und Röntgenbildern. Die nächste Zeitreihe zeigt in der blauen Linie in Tonnen in der rechten Skala die Entwicklung der Produktion. Ein weiterer Unterschied zum Gold ist, dass die Produktion im Bereich Silber weiter ansteigt. Silber wird ja zu über 70% als Primärmetall gefördert, zum Beispiel bei der Goldförderung oder aber schwerpunktmäßig bei der Kupferproduktion, sozusagen als Beifang. Nur knapp 30% werden in sogenannten Primärsilberminen gefördert, aber auch hier steigen die Fördermengen sukzessive an.
Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Nachfrage hier grün dargestellt anschaut, sieht man, dass diese nach wie vor höher ist als die neue Förderung, und zwar inklusive der Investmentnachfrage. Es gibt auch Statistiken, die um die Investmentnachfrage bereinigt sind, aber wir gehen davon aus, dass all die, die jetzt Silber als Investment nachfragen, dieses nur zu deutlich höheren Kursen wieder bereit sind, dem Markt zur Verfügung zu stellen. Und dass deshalb dieses Silber, auch wenn es als Investment gehortet wird, dem Markt kurzfristig nicht zur Verfügung steht. Und unter diesem Aspekt sehen Sie rot nach wie vor ein Defizit bezogen auf die Silbernachfrage inklusive Investmentnachfrage im Vergleich zur Produktion. Ein Silberdefizit. Wenn wir uns die Silberlagerbestände weltweit anschauen, um die Frage zu klären, ist Silber reichlich vorhanden oder ist es knapp, dann lässt sich ganz klar feststellen, Sie sehen das hier dargestellt in der grauen Abbildung, dass die Lagerbestände seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts sukzessive abgeschmolzen sind. Zum einen durch den Verkauf des Silbers durch Notenbanken. Die letzte Notenbank war die indische, die 2006 Restbestände an Silber verkauft hat. Silber wird heute im Rahmen von Währungsreserven der Notenbanken nicht mehr gehandelt, gehalten, ist in dem Fall irrelevant. Man sieht, dass aber auch die Lagerbestände im kommerziellen Bereich sukzessive abgeschmolzen sind. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Silber nicht nur demonetarisiert wurde, also nicht mehr als Geldmetall fungiert und dem Geldkreislauf entzogen, sondern in der Industrie verbraucht wurde. Und weil Silber nur in sehr, sehr kleinen Mengen pro Produkteinheit verarbeitet wird, lohnt sich bei aktuellen Preisen das Recycling nicht. Das hat zur Folge, dass die Lagerbestände sich um 90% zurückgebildet haben seit den 50er Jahren und das Silber heute in Form von Elektroschrott und zerbrochenen Spiegeln auf den Müllhalden dieser Welt liegt und erst zu deutlich höheren Preisen dem Wirtschaftskreislauf wieder zur Verfügung gestellt werden kann. Also das Thema Silberknappheit ist hier relevant, vor allem wenn man bedenkt, dass es überirdisch aktuell in Tonnen weniger Silbervorräte als Goldvorräte gibt. Wenn wir uns isoliert die Regierungslagerbestände, also die der Zentralbank, anschauen, sehen Sie auch hier einen sukzessiven Rückgang der Lagerbestände. Und auch das ist mit ein Grund für den langen Preisrückgang des Silbers, also Abbau der kommerziellen Lagerbestände, Demonetarisierung des Edelmetalls und Verkauf der Notenbankbestände führte dazu, dass permanent Druck auf den Preisen lastete. Dieser Druck ist seit einigen Jahren weg und seitdem entwickelt sich der Silberpreis auch sehr positiv. Sie sehen hier grau dargestellt die Regierungslager und schwarz den Silberpreis und die entsprechende Entwicklung. Ich hatte bereits die Exchange Traded Funds, die ETFs, erwähnt, die eine sehr große Bedeutung für den Silbermarkt spielen. Der erste Fonds kam hier im Jahr 2006 auf den Markt von der Firma Barclays Capital, damals initiiert, der sogenannte iShares Silver ETF, den sehen Sie hier dargestellt grau, darüber weiß den ETF Securities von Julius Baer und einen ETF, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut, der ZKB Silver ETF der Zürcher Kantonalbank. Das Besondere, wie gesagt, an diesen Fonds ist, dass das Edelmetall physisch hinterlegt wird, aber die Anteile an diesen Fonds wie Aktien an den Wertpapierbörsen hochliquide handelbar sind. Die steigende Nachfrage bzw. das weiter steigende, permanent steigende Volumen in diesen ETFs trotz hoher Silberpreisschwankungen, hier schwarz dargestellt in der unteren dicken Linie, zeigt an, dass die Investoren zunehmend Interesse an dem sehr vitalen Rohstoff, der gleichzeitig auch monetäres Edelmetall ist, haben und dass sie sich auch von temporären Preisrückschlägen nicht davon abhalten lassen, ihre Silberbestände aufzustocken. Die Investorennachfrage ist also ein Schlüsselaspekt, der bei der zukünftigen Preisentwicklung des Silbers beachtet werden muss, denn wie wir schon festgestellt haben, die überirdischen Lagerbestände der Industrie sind vernachlässigbar
Und die hohe Nachfrage und steigende Nachfrage der Investoren kann hier für die Industrie zu einer Knappheitserscheinung, zu starken Lieferverzögerungen führen. Und es gibt für einen Rohstoff nichts, was preistreibender wirkt, als wenn Rohstoffe nicht verfügbar sind. Neben den institutionellen Investoren, die primär auf ETFs zurückgreifen, also Pensionsfonds, Investmentfonds, aber auch Versicherungen, investieren Privatanleger auch in Silbermünzen. Und wir haben Ihnen hier in dieser Zeitreihe dargestellt die Entwicklung des Münzabsatzes, des berühmten und sehr verbreiteten amerikanischen Silver Eagle. Und zwar jeweils im ersten Halbjahr des dargestellten Jahres. Und Sie sehen auch hier einen kontinuierlichen Anstieg der Absätze in Silbermünzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Nachfrage in China. China hatte ja lange Zeit den Erwerb und den Handel mit Gold und Silber verboten. Das hat sich aber geändert und es ist eher so, dass Silber jetzt in China ein sehr, sehr beliebtes Investmentinstrument geworden ist. Vor allem auch, seitdem Gold doch relativ teuer geworden ist. Und Sie sehen hier einen Screenshot des offiziellen chinesischen Staatsfernsehens, in dem sehr positiv über Silber berichtet wird. Und Sie können sich vorstellen, dass das Nachfragepotenzial in China allein schon sehr, sehr preisentscheidend für Silber sein kann. Und alles, was man hört, ist, dass die Nachfrage nach Silber als Investment in China sehr, sehr stark zunimmt, ähnlich wie wir das bei Gold bereits seit 2006 sehen.